Frau Hübsch, dieser Satz, der da jetzt steht, ein Islam, der unsere Werte nicht teilt. Okay, das können wir jetzt überspringen, wie gesagt. Ich habe keine Lust auf eine Islamdebatte. Erst recht nicht. Also Kola Hübsch, die ist eine sehr liberale aus der Ahmadiyya-Gemeinde. Wie repräsentativ das für die Muslime hier in Deutschland ist, das sei da mal dahingestellt. Also da gibt es ja auch durchaus Kritik. Wir wollen Sarah Wagenknecht sehen. Wir wollen nicht Wagenknecht. Die beiden überspringen wir mal. Wenn ein Muslim zur Moschee geht, wenn er betet, wenn er fastet, wenn er gut zu seinem Nachbarn ist, sich für das Gemeinwohl einsetzt, sich ehrenamtlich engagiert, dann befolgt er die Scharia. Das heißt, wir müssten klar machen, was ist aber der Unterschied. Staat und Religion. Ja, und die Scharia selber, das ist großer Konsens in der islamischen Welt, die Scharia selber sagt, diejenigen Menschen, die, also Muslime müssen sich an die Gesetze des jeweiligen Landes, in dem sie leben, halten. Seht ihr, also ich weiß nicht, was in der Scharia steht. Ich habe von islamischer Theologie wirklich keine Ahnung. Ich kenne mich ein bisschen, also auch nur ein bisschen, jetzt super viel mit der Geschichte der islamischen Welt aus, aber dazu kann ich jetzt nichts sagen. Deswegen habe ich keine Lust auf so eine Debatte, weil ich da, wie gesagt, da würde ich auch nur zuschauen und überlegen, stimmt das nicht, ich habe keine Ahnung. Das ist Bestandteil der Scharia. Das heißt, diese Konstruktion, die in der Politik gerne aufgemacht wird, es gäbe einen Widerspruch zwischen Scharia und Staat, das ist eine Fantasie. Ja, die gibt es bei Extremisten. Extremisten sehen das so, aber sagen, es ist nicht die Mehrheit der Muslime, die das Dass sie mit den Thesen auch vielen Moslems, die in Deutschland leben, gut integriert sind und auch völlig zu unserer Gesellschaft beitragen, dass sie denen keinen Gefallen tun. Weil wir haben natürlich nicht nur bei 0,6%, sondern schon in wesentlich größerem Umfang ein Problem mit gescheiterter Integration. Und ich finde, wir sollten das nicht wegreden. Also in dem einen Punkt muss ich sagen, teile ich das, was da auch im Programm steht. Weil es gab jetzt gerade, ist gerade veröffentlicht worden, eine Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen. Die haben junge Menschen befragt, 15-Jährige, die in Deutschland leben, wahrscheinlich überwiegend hier geboren sind, 300 muslimische Jugendliche. Und da war eine Frage, wie sie zum Beispiel dazu stehen, zum Verhältnis der Gesetze des Koran und den deutschen Gesetzen. Und ich fand die Ergebnisse erschreckend. 2/3 haben gesagt, dass sie die Gesetze des Korans für wichtiger halten und übergeordnet den deutschen Gesetzen. Und knapp die Hälfte hat gesagt, dass sie sich mehr, einen... Ihre Mutter einen, oder die Bundeskanzlerin? Naja, nur die paar Sekunden gesehen, jetzt weiß ich schon, warum sie so kritisiert wird. Ich meine, ich habe ja auf Twitter ganz viele Leute sauer auf sie waren, aber das ist jetzt wirklich ein vollkommen beschissener Vergleich. Wenn du in einem Staat lebst, der Trennung von Staat und Religion hochhält, dann kannst du nicht sagen, ich befolge die Regeln der Religion eher. Dann begibst du dich, zumindest wenn diese Regeln, wenn du die Religion so auslegst, dass sie konträr zu den staatlichen Regeln geht, sehr schnell in Feindschaft zu diesem Staat. Und das geht einfach nicht. Gesetze geht, finde ich, man schon muss sich an ein Gesetze Problem. Halten. Wenn es um Gesetze geht, erwarte man ich schon, dass man die deutschen Gesetze achtet. Und es ist, denke ich, ein Problem, das würde ich schon hier differenzieren, ob man sich als Teil unserer Gesellschaft versteht oder ob die Ablehnung der Mehrheitsgesellschaft quasi identitätsstiftend ist. Und das Letztere den ist Punkt, gescheiterte Integration. Und das ist ein Problem in Deutschland. Wir müssen vielleicht für die Einordnung... Für die Zuschauer noch mal sagen, dass die Organisatoren der Demonstration gestern in Hamburg aus dem Umfeld einer Gruppierung kommt, die vom Verfassungsschutz als gesichert extremistisch eingestuft wird. Herr Alexander, die Innenministerin. Ja, der Verfassungsschutz wird vom Innenministerium kontrolliert. Das ist eine weisungsgebundene Behörde. Das heißt, wenn der Verfassungsschutz irgendwas sagt, glaubt dem kein Wort. Also wer den Verfassungsschutz als seriöse Quelle heranzieht, zeigt, dass er auf Seiten der Regierung steht. Das kann ich hier nur ganz grundsätzlich sagen. Unabhängig jetzt von dem konkreten Fall, der ist hier relativ irrelevant. Findet es fast unerträglich, dass man so etwas auf der Straße sieht. Sie sagt, es ist schwer erträglich. Müssen wir solche Demos als liberale Gesellschaft aushalten? Nein, weil wenn man das Material gesehen hat, das ja aufgezeichnet wurde, wurde da ein Herrschaftsanspruch gestellt. Aber da wurde ja gesagt, wenn sich das hier dreht, dann werden die jetzt sich den Islam kritisieren, die Medien und die Politiker. Also da wurde richtig gedroht. Und ich glaube auch, Sie sollten das nicht verteidigen. Wissen Sie, das ist wie Pegida in Dresden, nur auf islamisch. Das sind genau. Leute, ich das ist eine kleine... Pegida wollte ein Kalifat ausrufen, das ist ja jetzt wirklich irre.
Also wie Robin Alexander auf den Vergleich kommt, weiß ich nicht. Also Sie könnten das noch deutlicher sagen, ich verstehe, dass Sie auch eine Parallele zwischen Rechtspopulismus und dem und den Forderungen, die religiöse Extremisten stellen. Die haben eine große gemeinsame Linie. Zum Beispiel ist ja gestern gesagt worden, also da spricht man von der Lügenpresse, da spricht man davon, dass die Meinungsfreiheit in Gefahr ist. Das Problem ist nur, dass das ja das sind Tatsachen. Also ich habe, wie gesagt, nur ein paar Aussagen von Kola Hübsch. Ich verstehe immer mehr, warum sie so kritisiert wird. Also sie zieht jetzt hier Parallelen zwischen radikalen Islamisten und Rechtspopulisten, wie sie sie nennt, worunter alle subsumiert werden, die irgendwie mal was Kritisches zum Mainstream gesagt haben. Und als ein Narrativ, was diese Gruppen kennzeichnet, macht sie aus, dass sie besorgt um die Meinungsfreiheit sein. Also um die Meinungsfreiheit sollte jeder gute Demokrat besorgt sein. Wir sehen gerade, wie Leute in diesem Land mit Betätigungsverboten belegt werden, die sich kritisch zum Nahostkonflikt äußern. Wir sehen gerade, wie Demonstrationen en masse verboten werden. Wir sehen, wie der Verfassungsschutz auf kritische Beamte angesetzt wird. Wir sehen, wie Oppositionelle verfolgt werden. Das sind doch alles keine Dinge, die man feiern sollte oder wo man sagen sollte, ach, die Meinungsfreiheit läuft schon alles gut. Nee, ganz im Gegenteil. Es läuft ganz und gar nicht gut. Und wenn man das kritisiert, dann ist man weder Islamist noch Rechtspopulist. Das ist kein Narrativ irgendwelcher extremistischen Gruppen, sondern das ist eine Sorge, die sollte jeder Demokrat haben, gerade in der aktuellen Situation.